Guten Morgen zusammen. Nochmal ein Blick auf Traben-Trarbach bzw. unseren Übernachtungsplatz, wo wir hervorragend geschlafen haben und auch sehr freundlich aufgenommen worden sind, durchaus zu empfehlen. Ihr seht es, das Wetter hat sich eher zugezogen. Aber für unsere kleine Wanderung, die wir heute noch vorhaben bei Löw, denke ich, ist das kein Problem. Hauptsache, wir werden nicht nass, aber auch da wären wir entsprechend gerüstet. Heute laufen wir mal keinen Pfad, sondern ein Traumpfädchen. Ja, wir sind hier in Löw. Löw auch bekannt für den Sitz des Herstellers der Sogabsauganlagen für Campingmobile. Die ein solches Mobil fahren wie wir, die kennen sich, denke ich, da aus. Die haben mit Sicherheit schon mal davon gehört. Und hier ist der Startpunkt unserer heutigen kleinen Wanderung. Und ich lade euch dazu ein, uns herzlich gern dabei zu folgen. Ihr hört es bestimmt schon am Ton, auch heute ist es wieder sehr windig. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, habe die Drohne mal eingepackt. Mal schauen, vielleicht gibt es ja was. Warten wir es ab. Lass die Kamera mal laufen, weil gerade eben stand da vorne ein Reh. Und weg ist es. Nein, das war kein Bock. Genau. Wieder geht's steil den Berg hoch. Ja, Conny ist schon wieder am Jammern, weil es den Berg hoch geht. So ist das nun mal im Leben. Auf der einen Seite rauf, auf der anderen Seite runter.
Das dürfte wohl die Rabenallee sein, durch die wir jetzt gleich kommen. Von dieser Winzerhütte, die wir jetzt hier sehen, sind wir vorhin gekommen. Da hatte ich euch den Blick ins Tal gezeigt. Hier den Hang entlang. Nun hierher. Schon enorm, in welchen Steillagen hier noch Wein angebaut wird. Hier kann man gut die Terrassen sehen, die früher für den Weinbau angelegt wurden. Aber noch viel Traube dran sind im Herbst. Mensch, bei den vielen Besuchern hier auf dem Weg. Wege nach meinem Geschmack. Der Rabenallee-Klettersteig. Und schon gleich bin ich wieder oben. Ihr seht es hier in dem Geländer. Und dort wird wohl Conny auf mich warten. In der Zeit, in der ich den Klettersteig gemacht habe, hat es hier offensichtlich ein paar Spritzer Regen gegeben. Und Conny meinte, die ein oder anderen hätten sich sogar schon in diese Schutzhütte verzogen. Naja. Laut meinem Navi ist es noch, was weiß ich, 1,6 Kilometer und dann sollten wir den Weg schon wieder beendet haben. Hier wächst der Nachschub für Nutella. Wir sind wieder am Ausgangspunkt und irgendwie kommen da Regentropfen von oben und die Sonne scheint. Naja, egal, wir haben jetzt noch 300 Meter oder sowas bis zu unserem Auto und dann ist auch diese Tour schon wieder komplett abgeschlossen. Kurz ein Fazit hier von dieser Stelle. Conny, was hältst du von dieser Tour? Ist wunderschön. Schön zu laufende Tour. Nicht zu lang. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt wohl ein paar Kilometerchen mehr bedingt durch den Klettersteig, den ich dann insgesamt ja dreimal gelaufen bin. Ja, das Los des YouTubers, wenn man sich selbst filmt. Insgesamt habe ich 7,6 Kilometer, aber der Weg selbst
hat, glaube ich, nur 4,7, 4,8 Kilometer. Höhenmeter habe ich jetzt noch gar nicht geschaut, obwohl brauche ich bei mir auch gar nicht zu schauen. Wie gesagt, da ist ja noch dreimal der Kletterstelch mit drin. Mal gerade schauen. Ja, runde 300 Meter, also einschließlich dreimal Klettersteig, also ganz einfach zu laufen. Auch diese Passage, wo es hieß, Trittsicherheit erforderlich und festes Schuhwerk, alles nicht so wild, wie es da zu lesen ist. Mit Sandalen natürlich nicht, ja. Feste Schuhe im Allgemeinen reichen, aber man braucht keine Wanderschuhe. Okay, sehen wir uns gleich nochmal am Auto. Im Auto angekommen, geht es nun weiter, so langsam schon wieder Richtung nach Hause. Wir haben ja Sonntagnachmittag, 14 Uhr. Wir werden unseren Weg jetzt von hier aus Richtung Korrem einschlagen, um dann vielleicht noch eine kurze Runde dazu gehen, vielleicht mal noch eine Tasse Kaffee zu trinken, bevor wir dann weiter entlang der Mosel folgend zurück Richtung Bierbach fahren. Ja, und ihr seid natürlich bei der Fahrt wieder mit dabei. Hier kann man sich die Sog einbauen lassen. Die nächste links. Danach fahren Sie in den Kreisverkehr. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die dritte Ausfahrt. Wieder zu Hause.